So, hier sind wir wieder. Bei Ja. Grüne Brücke diesmal. Genau. Gut, es hat außerdem keiner Scharfschütze, deswegen werde ich das jetzt wieder drin lassen. Mit dicke Haut, Munitionstasche. Mark 11. Karabiner, ja. Hat auch eine recht gute Präzision. Ich behalte dasselbe wie vorhin. Ja, und ich behalte auch meine Sachen, weil Okay, hier kommen sehr stay low, viele everybody. Gegner. I'm Vor allem detonating am in Ende. 4, Ja, 3, und das 2, Schrotflinte eigentlich cover, recht gut und das ignition. Granatwerfer auch. Da muss er noch gute Kollegen haben, denn ansonsten schafft man das hier nicht. Ja, wir haben es beim letzten Mal ganz Let's get knapp moving. geschafft. Ja. Wobei, hier ist es am Anfang nicht so schwer, aber am Ende heftig, wenn man flüchten muss. Ja. Aber richtig. Ja. Richtig heftig. Wobei, ich habe wieder nur Nahkampfwaffen. Ich hätte vielleicht eine andere Pistole nehmen sollen, aber naja. Ups, und ich stimme natürlich nicht zu schnell vor. So, ihr seid doch alle hinter mir, oder? Ja, aber ich war vorhin, glaube ich, da am weitesten vorne und wird angeschossen. Oh, jemand hat einen Polizisten als Geisel. Das geht, obwohl das wirklich gegner ist, auch nicht. Ja, das geht eigentlich immer, aber es ist halt schwieriger, wenn da viele Polizisten sind, weil die dann nicht aufgeben. Klar, wenn Kollegen in der Nähe sind, ist man immer stärker. Oh shit. Okay. So, ich werde Schön dann hat mich gerade gedacht. Ja doch, ich dachte, das ist sehr. So, eine Säge wäre schon mal platziert. Ja, den nächsten Polizist als Geisel genommen. Gut, du machst da schon den Bohrer dran. Ja, Säge. Ja, Säge, was auch immer. Sie sind jedenfalls genauso ein Schrott wie der Bohrer bei der Weltzentralbank. Denn sie gehen genauso kaputt. Ja, und sie brauchen 220 Sekunden. Ich übe hier gerade ein bisschen von Auto zu Auto zu springen. Und es funktioniert sogar. Der Hubschrauber kommt, oder einer der Hubschrauber. Ja. Dann müssen wir wohl darauf kommen achten, dass die Gegner gar nicht kommen. Ja, wobei man die recht gut abwehren kann, indem man sie einfach abschießt, während sie noch am Seil hängen. Ja, oh, Chaser ist dabei. Ja. Okay, ist down. Hey, er muss schießen auf mich. Oh, die sind auch schon wieder im Erdkampf. Da beim Taxi. Klettern an der Brücke hoch. Aber das Gute an der Karte wiederum ist, dass sie relativ klein ist, verhältnismäßig. Ja. Also man sozusagen, wenn man jetzt ein Munitionspaket legt, man immer noch theoretisch hingehen kann, wenn man Munition braucht. Auch wenn es teilweise schwerer wird, ist es trotzdem noch relativ gut, um es zu erreichen. Und eigentlich hat diese Map hier auch richtig viel Deckung. Also eigentlich schon fast mit am meisten. Wobei dadurch natürlich auch die Gegner dann Deckung haben. Ja. Und das Blöde ist, die Polizisten sind manchmal so, als hätten sie einen Aimbot. Ja gut, jetzt auch, die haben einen Aimbot. Ja, aber schlimmer als in anderen Spielen. Vielleicht wie bei Call of Duty, wenn man auch Veteran spielt. Und ihr merkt vielleicht, ich lade sehr früh immer nach. Auch wenn das Magazin noch nicht leer ist. In welchem Leben hätte ich damit ein Problem? Denn dann geht natürlich das ganze Magazin flöten, nicht nur den Schuss, den man verbraucht hat. Ja. So wie in welchem Battlefield? Battlefield 2 erst? Battlefield 2 war das. Aber das ist ein ziemliches Problem. Dann hätte ich nämlich so circa 10 Schuss geschossen und da hätte keine Munition mehr. Genau. Aber ich finde, einige der Waffen hier haben so lange Nachladeeffektion, da sollte man wirklich früher nachladen. Ja. Die AK, die könnte ich auch nochmal in erster Mission benutzen. Die hat eine sehr lange Nachladeanimation. Beim Sturmgewehr geht's. MG hat auch recht lange. G3A3? Nein, ich meine das. Das ist ja rein Amka heißt. Amka? Achso, nein, das meint mit dem Sturmgewehr und die mit dem MP meine ich die. Also zu vorne erwähnt das Brenner, ja. Ernst, ich schieße hier gerade alles auf und ich sehe dann nicht, wo das ist. Einem. Und die kommen gerade mit zwei Hubschraubern hinten. Die seilen Soldaten ab. Och man, warum seht ihr mich noch überall? Ich war direkt vor Ihnen, oder? Oh, da hinten ist die Granat. Bleibt mir nicht drin. Ja, macht sich direkt. Ich
biege mir hier meine Kabelbinder-Mask für die Arbeiter hier oben auf. Wenn da liegen meist zwei oder drei rum. On your belly. Die kann man gut als Geisel dann nehmen. Denn da oben hält man sich auch recht lange auf. Ja, eigentlich mit am längsten. Ja. Noch 25 Sekunden. Ist eine Tür schon offen? Ich glaube nicht. Wer gesagt hat, remember we are looking for the Chinese dude. Oder sowas. Ja, ich glaube, die sind trotzdem alle noch zu. Ja, hier ist jetzt offen. Ja, aber da ist kein Asiate drin. Das Asiate sieht nicht so aus. Der Asiate ist auch immer alleine drin in einem LKW. Ist er? Der hier ist leer bei mir. Als nächstes dürfte der hier vorne aufgehen. Der ist wahrscheinlich ein so. Der hinten geht als letztes auf. Das war ein so böser Bub. Der ist einzeln eingesperrt worden. Momentan ist gar kein Sturmangriff. Es ist so ruhig. Aber jetzt kommt wieder einer. Zumindest der Musik nach. Ist er da halt bei? Nein, ne? Nein, er ist immer allein in einem. Okay, dann ist er ganz hinten. Das ein Geländewagen. Während des Sturmangriffs. Das sieht mir sehr nach Geländewagen aus. Zumindest ich mit meinem nicht sehr hohen Autowissen. Ich frag mich immer, was das hier heißen soll. L2T6R9. Ja, oder? Das bei Dead Island steht zum Beispiel Dead Island auf dem Nummernschilder. Achso, oder hier also auch M5G1E3. Ja, das sind irgendwelche, sie dürfen ja keine echten verwenden. Ja, ich hab gedacht, vielleicht heißt einiges davon auch. Das ist ja einfach ein Spitzname. Ich habe noch 14 Schuss und davon ist ein Taser. Also ja, ich glaube, der Taser ist da. Und ich muss hier unseren Freund push. Nein, das war ein Zivilist. In der anderen Mission habe ich auch einen Zivilist. Ich bleib hinten beim Transport. Nein! Okay, der Phil, mein werter Namensvetter. Ich wollte ihm gerade aufhelfen. Oh oh. Schieß noch mit. Ah. Oh. Der vierte Transporter ist offen, dort ist er mit Sicherheit. Ja, ich steh schon hier. Komm raus, Asiate. Hier langsam und raus. Nochmal stolpern. So, ich werde dann, sobald der Asiate draußen ist. Ah, ich habe die Arztdasche freigeschalten, also ich, das kriege ich die Bronco auch gut. Wie gesagt, sobald der Asiate oben ist, da auf diesem Gerüst, werde ich dort oben die Munitionskiste legen. Okay. Und ich sehe gerade, ich habe hier scheinbar. Ach so, genau, weil wir fortgeschritten sind in der Mission, habe ich jetzt wieder volle Munition. Oder zumindest vollere. Ne, du hast ein Level up, oder? Ah ja, genau. Ja, daran liegt. Wobei, wenn man einen Fortschritt in Mission hat, dann fühlt sich auch etwas auf. Teilweise. Ich glaube nicht, ich glaube, das waren wirklich immer Level up. Ich dachte, das wirst. Ja, ich auch. Aber meistens hatten wir in dem Moment Level up. Kann man die anderen Gefangenen als Geisel nehmen? Ja. Ah, gut. Aber das werde ich nicht machen. Sondern wie gesagt, eine Bauarbeit. Da sehen wir noch immer schön die Mieteranzeige. Genau, auch wenn ich das nicht wirklich Turm nennen würde, aber... Ah, schick! Die halten sich mit Spider-Man, die beiden. Irgendwas mit Civilians, hat er gesagt. Ich glaube, du bist bei mir schon wieder ab. Bei mir nicht. So, da geht's drauf. Oh. So, da wäre wieder einer gewesen.
Ich gehe dabei mal rauf und säubere hier ein bisschen. Ja, wir müssen gleich mit den Chinesen. Oh shit, Bulldozer. Ich bin down. Ich habe wenigstens seinen Besieger zerstört. So, wo ist der Bulldozer? Unten hier. Ja, warte. Wir werden das nicht mehr machen. Hier werden Shield. Er geht hoch, er geht hoch. Oh, da sind zwei sind down. Verdammt. Ich komme zu dir. Er kommt von oben hinter Phil. Ich habe noch ziemlich viele Leben. Ich schaffe das schon nicht zu leben. Ja, aber wo, wo schürfe ich ihn letztlich in Haft? Naja. Ja, Phil ist down. Ich glaube wegen dem Bulldozer. Ich bin hier mal wieder. So. Ja, der Bulldozer lebt noch, der war hier bei mir auf dem Stockwerk gerade. Aber ich werde jetzt hoffentlich gleich die Geisel nehmen können. Da oben. Ja, genau. Ich kann durchs Gitter schießen von unten nach oben, ne? Aber umgekehrt geht das nicht. So, hier ist ein Zeitgenosse wieder gewesen. So, dann hätten wir drei Geiseln und mit dem Kollegen hätten wir vier. Und dann sollten wir den doch relativ leicht wiederholen können, den Busche. Ja, aber jetzt sind 25 Sekunden. Ich glaube, der hat einen Geiseln. Also naja, solange wir hier oben Geiseln haben, könnte das eigentlich kein Problem sein. Die Mission habe ich ja auch schon alleine gespielt, ne? Ich habe ja schon heißes Flammen. Was ich denn? Hier war ich aber da. Das hast du gespielt, heißes Pflaster, das hier, Weltzentralbank oder was? Ja, und Schutzraum müsste ich ja dann auch haben. Okay. Stay down. Ich wollte eigentlich nicht Stay Down sorgen, sondern Munition nehmen. Und das ist gar nicht meine. Muss ich gar nicht meine Munition hier platzieren. Sette Hostage Free mache ich mal gleich. Okay, das hat der Kollege schon gemacht. Ja, und bei mir spawnt ein Host. Bei dir spawnt einer? Yes. Hey, you, move it. Ah ja, die Verbindung wieder. Bist denn du? Da oben. Auf dem Kran. Down on the ground now. Ja, ich sehe schon, wo du bist. Helicopter insertion! Da kommen sie wieder. Ja. Mit ihren restlichen Hubschrauber. Ja. Das American Police Department oder irgendwas, das heißt. Ich kenne das New York Police Department. Ja, das hier ist international, ja, halt national. Ja, das sind für die SWAT-Einheiten, die hier bei uns kommen. Ja, schon die ganze Zeit. Ja, ja. Und das FBI, wobei das FBI hier noch die fetten Gegner sind, die hier zu sehen, der stirbt auf Keller, der hinter den Gittern. Ja, die FBI-Einheiten versuchen eigentlich immer die Geiseln zu befreien. Und die SWATs sind für Skill zuständig. Ja. Vor allen Dingen ja die gepanzert. Ich finde es blöd, dass man hier nicht hochgeschossen kann. Ja. Oh, funktioniert sogar. Ah nein, das warst du. Ich dachte schon, es funktioniert. Nee, das geht halt leider nicht. Das regt mich auch immer auf. Weil die irgendwie nach oben schießen kann, durch das Gitter durch. Ja, hat es jetzt gar nicht gemacht. Aber muss man mal probieren, ob wir von unten. Ah! Ob wir von unten durchschießen können. Aber das geht ja leider nur, wenn der Gegner oben steht, sonst kann man das schwer testen. Aber ich denke, ich gehe jetzt mal wieder hinauf. Denn hier unten ist die Chance viel größer, dass ich verrecke. Außerdem sind ja alle drei auch da oben. Ups, da war einer. Bleib stehen. Da waren 20 Schuss noch, da ist nicht wieder Tomate. Oh oh, hinter mir ist einer. So, das war's jetzt down.
wurde der Typ abgeholt und das ist, ja, ist abgeholt worden. Okay. Ich habe nur das Flugzeug gehört. Eben. Ah, jetzt müssen wir fliehen, aber davor nehme ich mir noch ein wenig Munition, so wie die Kollegen. Und ihr seht es an der Zeit, die wir zum Fliehen haben. Es ist eine sehr, sehr herausfordernde Flucht. Hast du dein Medipack noch oder hast du davon gelegt? Das hab ich. Okay, dann kannst du zum Not verlegen, das ist gut. Ich habe auch meine Munition noch. Das Ding ist, beim letzten Mal, man sieht ja, das sind ungefähr 11,5 Minuten gewesen. Beim letzten Mal ein bisschen halt der letzten 10 Sekunden geschafft. Ich glaube sogar fast auf die letzte Sekunde genau, oder? Ja. Ich bin doch unterwegs noch gestorben. Stimmt, ja, beim letzten Mal, das ist, genau, da bist du unterwegs gestorben und ich bin in der letzten Sekunde, glaube ich, mit einem anderen dort, ja. Aber das Wichtigste ist, dass man sich auf keinen Fall zurückdrängen lässt, weil sonst braucht man ewig und verbrannt. Weil er einfach Sturm und Griff, Sturmangriff kommt und Einheiten bei Einheiten. Das ist dann nicht so gut, ja? Zwei Schiffe übereinander. Frag mich nicht, was ihnen das bringt. Wenn sie sich gegenseitig decken würden, so einen Schutzball. Ja, aber nicht mit Absicht, sondern eher aus Versehen. Ja. Weil sie gespawnt sind. Ja. Also nicht gezielt, sagen wir so. Und mir kommt es vor, das Sturmgewehr ist am schnellsten leer irgendwie. Wobei, ja, ich hab, na, wobei das Sturmgewehr habe ich sogar am meisten abgegradet. Also ich meine insgesamt, das ist insgesamt auch am schnellsten leer, geht, kommt mir vor. Nicht nur das Magazin. Also mit der Schrotflinte schießt man halt am langsamsten. Und ich verbrauche mal höchstens ein Magazin. Ein Magazin hat 6 Schuss. Und sammle halt vorher schon wieder Munition von den anderen auf und dadurch habe ich quasi unendlich Munition in dem Moment. Aber die Schrotflinte ist eine Drittwaffe, oder? Nein, das ist eine Primärwaffe. Also diese, die ich jetzt gerade habe, die ist auch stärker als die andere. So, der Phil ist leider ein bisschen zu weit vorn. Ja, deswegen eben nicht allein vorspringen. Denn ansonsten wird es euch so ergehen wie ihm, denn ich denke, wir werden es nicht rechtzeitig schaffen, außer der Gamer schafft es noch. Ich leg mal hier das Leben hin. Okay, danke, weil ich brauche es jetzt nicht dringend. Ja, schön groß auf, warte. Das sieht mir irgendwie nicht gemacht, weil es dicht am Auto war, glaubt. So. Ich rufe mal zu mir, aber zu langsam, aber ich glaube, ihm können wir noch helfen. Ja, natürlich. Ich muss nur hier, du musst ihn mal holen. Weil ich hier die Assisten abknall. Jetzt braucht doch gar kein Medipack mehr, aber du brauchst deinen, komm zurück. Nee, schaffe ich nicht mehr. Ich bin schon down. Aber das ist das erste Mal, ich habe also 25 Sekunden. Pass auf, rechts, links mal. Ich hoffe, Shield ich kann hier mich dazu nutzen. Kannst du ihn markieren? Ja, ist gut. Ich hab's gehört, ja. Verdammt. Ich versuch dich wieder zu beleben. Auch wenn ich dabei schwer getroffen werde. Ach, ich muss weg. Ich muss weg. Ah, ich muss nachladen. Ich muss mir jetzt wieder Leben holen. Oh shit, ich wäre auch fast wieder down. Meinst du, er schafft das noch? Na, wofür glaube ich. Ich komme gerade von hinter uns. Das Leben ist jetzt aufgebraucht. Okay, wir müssen das tun, glaube ich. Wir schaffen das. Wir halten eigentlich die Position, das ist ein Shield. Warte, soll ich Munition legen? Nee, brauchst du noch nicht. Okay. Genug. So. Ah, hinter uns, hinter uns. Ah, super. Einen Geisel haben wir. Links hier ist einer. Er ist down. Hier kommt ein SWAT. Verdammt. Kann man noch relativ viel leben. Das Game sagt schon wieder, dass es Probleme gibt. Aber ich höre dich gut. Ja, ich höre dich auch noch. Ich bin da. Achso, siehst du das am zweiten Bildschirm, oder? Ja. Ah, das ist zu riskant. Nein, zu riskant? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin auch down. Gut, ihr seht, diese Mission ist nicht ganz so einfach. Aber nur am Ende.
Ja, vor allem wenn man dann nebenbei noch aufnimmt. Nur an dieser Stelle sterben wir meistens. Ich hatte übrigens die höchste Anzahl von Special Kills. Ich habe 73% wieder an Präzision, das ist unglaublich. Und ich 16%. Normalerweise habe ich 25 circa. So gut, dann würde ich sagen, dass der Part auch zu Ende ist und beim nächsten Spiel wieder eine andere Map. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.